lass das mal Frohgrimm machen. So, die können zu Frohgrimm. Das bin ich. Und dann habt ihr auch mal einen Notfall Einbeersaft. Für den Fall, dass ihr ihn mal braucht. Na klar. Ja. So, dann kann das Quellwasser erstmal zurück. Lass das mal Frohgrimm machen. Aber hier sind noch Sehnen, die wir nicht nach vorne packen können. Ja. Am besten sortieren wir mal Lederbänder, Sehnen. Wobei wir einen Teil der Sehnen auch ruhig verkaufen könnten. Ich versuche mein Bestes. Bolzen und Pfeilspitzen werde ich nicht verkaufen, genauso wenig wie Gänsefeder und den Holzleim. Holz ist auch eher für... Ja, das ist dann alles für die Schmiede und das ist alles fürs für den Bogenbau. Aufgepasst. Oh, Unwägbarkeiten des Schicksals. Welche Prüfungen werdet ihr mir noch auferlegen? So, jetzt haben wir hier drin eine Schmiede. Eine Lagertruhe daneben, wo wir das Schmiedezeug vom Frohgrimm einlagern. So. Dann haben wir hier noch die Lagermöglichkeit für Sehnen, Pfeilspitzen, Gänsefedern. So, das heißt, die werden wir verkaufen bei einem Händler. Weil so viele brauchen wir dann doch auch wieder nicht. So, ein Quellwasser. Und dann lassen wir Gwendola hier noch ernten. Oh, hier hinten wachsen jetzt eitrige Krötenschemel. Und Konnischis und alles Mögliche. Also ja, unser Garten gibt verdammt viel her und eigentlich immer, wenn wir neu laden, kriegen wir noch mehr hier raus. So, jetzt haben wir alles. Wir können das noch hier verstauen. Ist nämlich wieder auch eine gute Ausbeute geworden, glaube ich. Ja, 21 Wirselkraut, Einbeeren. Oh, das Quellwasser, ja. Mein Atem geht runter.
das eine magere Quellwasser, was wir jedes Mal aus dem Brunnen holen können. So, hier ist leer, oder? Ja. Nehmen wir mal die Truhe für Munition. So, bei dir können wir auch die Kriegsbolzen mal erst wegpacken. Sanya. Ja. Sprich, Freund. Und die Truhe daneben nehmen wir für... so Gebrauchsgegenstände, also Usables, Verbrauchsgegenstände, so. So, den Schrank hier, den können wir für solche Sachen, also für Schriftstücke nehmen. Den Rockversteckbrief, den brauchen wir noch. Und jetzt haben wir ja noch hier die Yankupur-Geschichte. Yavgur-Geschichte. Yankupur, wie komme ich da drauf? Du willst eine Geschichte aus meiner Heimat lauschen, Fremder? Dann höre gut zu. Wie viele Seiten hatten das? Oh, das sind ein paar. Dann höre gut zu. Dies ist die Geschichte des Bey Keshmal al-Harim, Ben Berudin von Ferkaba, wie er einen purpurnen Wurm besiegte. Und für ein paar Stücke Silber erzähle ich sie dir. So war es geschafft. Der Bey von Ferkaba, dem ich vor vielen Kriegen, dem ich und viele Krieger in das Gebirge, welches man als den Ratschutzwall kennt, folgten, um dort einen Purpurnen zu erschlagen, war siegreich und von Rastulla gesegnet. Der Kampf war hart und lang. Nicht weniger als 20 meiner Mitstreiter verloren ihr Leben in diesem Kampf. Aber der Bey konnte ohne einen Kratzer zu erleiden den Wurm bezwingen. So war ich Rashid Ben Ikan heiße. Mit gerechtem Zorn und dem Wohlwollen Rastulas schlug er seinen Krummsäbel in den Leib des Untieres, während wir es mit Chardara, Bogen und Pfeil bekämpften. Der Feueratem des Untieres verwandelte Kämpfer in Flammensäulen. Seine dunkle Zauberei verursachte Wahn und Irrsinn. Doch am fürchterlichsten waren die Klauen, hart wie Adamant und in der Lage, einen Mann mit einem Streich zu fällen. Das Gebirge ließ uns zaghaft werden, doch der Bey schritt mutig voran und nach konnten wir den Drachen bezwingen. Denn einige von uns waren wie der Bey auch schlau genug gewesen und hatten sich mit einer Salbe eingerieben, welche vor dem Feuerodem schützte. So konnten sie erfolgreich dem Untier an dem Leib rücken. Als der Drache dann endlich niedergerungen war und da niederlag, trat eine unselige Stille an die Stelle des Kampfeslärms und legte sich über den Ort des Geschehens. Keiner wagte einen Ton zu sagen. War der Purpurwurm tot? Einzig der Bey wagte es, sich diesem Grauen der Rechenschaftenheit zu nähern. Er spaltete mit einem Doppelkunstschommer den Schädel und nahm sich die Seelenessenz des Drachen als Zeichen seines Sieges. Hell funkelte der Karfunkel und bei meiner Ehre, es schien, als würde uns etwas beobachten aus diesem unseligen Stein. Die Augen des Beys blickten... Stein, das Licht des Karfunkelsteins, und es fing an zu lachen. Er fing an zu lachen, immer lauter und lauter. Und wir? Wir lachten mit. Wir lachten unseren Zorn, unsere Wut, unsere Angst, die wir im Kampf verspürt hatten, von uns. Freudengeschreie, Segnungen und die Gewissheit, wir waren siegreich. Das Drachengezüg liegt zerschmettert im eigenen Blut. Hoch uns, Heroen. Es lebe Bey Keshmal. Gesegnet sei Rastullas Wille, sprudelte uns es heraus. Der Bey befahl dem Untier die Haut abzuziehen, damit man daraus eine besondere Rüstung schmiede, die Zähne herausreißen, damit sie seinen Helm zieren mögen, und sogar die Sehnen zu nehmen, um einen Bogen von unglaublicher Treffsicherheit zu bauen. Er selbst stieg in die Tiefe des Hortes, um nachzusehen, welche Schätze dem Drachen sein eigen war. Doch was fand er? Goldjuwelen, Artefakte von großer Macht? Ja, dies alles fand sich im Hort des Unseligen, aber das, was uns in der Höhle noch erwartete, war wertvoller als das Geschmeide. Es war das Kind des Drachen,
Ein junges, kaum geschlüpft, nicht fähig, alleine zu leben. Das Schuppenkleid nicht ausgehärtet, der Odem zu schwach, um ein Strohlager zu entzünden, und doch schon die Macht in den Augen sichtbar. Als wir schon entschlossen hatten, dem Jungdrachen den Garaus zu machen, schritt der Bey ein. Er sagte, wir sollen einen Käfig bauen für das Geschöpf und ein Seil bringen, um es zu fesseln. Er wollte das Drachenkind nach Ferkawa bringen in seinem Palast, damit alle Welt sehe, dass er, der Bey, Keshmal von Ferkawa, nicht nur ein Drachentöter sei, sondern dass er der Einzige sei, der seinen eigenen Drachen habe. Uns war nicht ganz wohl dabei, dass Tulla sagt, meide das Echsengezicht. Aber er war unser Bey und wir waren ihm Gehorsam schuldig. War er doch immer ein guter Bey gewesen und an seinen Taten nie etwas auszusetzen. Das Drachenkind fauchte wütend und schlug wild um sich, als wir es fesselten und in den Käfig sperren. Glaub mir, Fremder, er wusste sehr wohl, was ihm bevorstand. Voller Zorn versuchte es, sich unserem Griff zu entziehen, und unbändiger Hass glitzerte durch seine Augen. Als wir in unsere Heimat zurückkehrten, marschierten wir im Triumph durch die Stadt. Alle waren gekommen, um uns zu begrüßen und das Drachenkind zu sehen, das Jafko geheißen wurde. Wie ein Lauffeuer war unsere Tat uns vorausgeeilt. Der Bey veranlasste, dass man eine Höhle vorbereiten solle. Es wurde ein Zwergenschmied beauftragt, welcher Fesseln aus bestem Stahl schmiedete, damit das Untier in dieser Höhle angekettet lebe und aufwachse. Denn so viel wurde mir zugetragen, der Bey wollte den Drachen bändigen und zu seinem Reittier machen, ganz so, als ob es ein edles Schlachtross sei. Mit Gewalt, Magie und auch mit dunkleren Methoden versuchte er, den Willen dieses Drachen zu brechen. Doch gelang es nicht, und so wurde der Drache bald nur noch als Trophäe gehalten, um der Eitelkeit meines Herrn zu dienen. Der Drache wuchs rasant. Nun, ich weiß natürlich nicht, wie schnell Drachen wachsen, aber ich hätte nicht erwartet, dass es so schnell geht. Immer wenn man sich in der Nähe der Höhle aufhielt, war da dieses Gefühl von Unbehagen, und man spürte förmlich den Hass. All die Schläge, die Ketten, die Verhöhnungen und die Demütigungen, die Jafko ertrug, konnten ihn nicht bezwingen. Und er wartete auf seine Befreiung, um sich zu rächen an allem, die ihm das angetan haben. Er hasste die Menschen, er hat es mir in meinen Träumen geschickt. Jede Nacht hörte ich es, bis ich es nicht mehr ertrug. So verschwand ich aus meiner Heimat, brach den Treueeid mit meinem Bey und kehrte Ferkawa den Rücken zu. Glaub mir, Fremder, wenn Jafkur befreit wird, dann wird sein Zorn jeden treffen, der das Unglück hat, ihm zu begegnen. Er wird seine Vergeltung suchen, nur dafür lebt er noch. Gib mir noch einen Wein, Fremder, das Erzählen macht doch recht durstig. Märchen eines alten Wanderers aus Ferkawa. Ja, und dieser Jafkur ist aus den Blutbergen entstiegen. Jedenfalls sein Leichnam, so wie es aussieht. So, haben wir noch was zum Wegpacken? Hier nicht. Nein, du hast auch nur Munition. Gut, dann würde ich sagen, können wir weitermachen. Also jetzt erstmal in die Grafenstadt reisen. Das mit Rulana machen wir später. Nein, halt erst zum Ugdan-Hafen. Und ja, nach der nächsten Drachenquest, also wenn wir dann auch den Schild haben, werde ich mich an Mutarazinski versuchen. Dann sollten wir eigentlich stark genug sein und... Du hast immer noch nichts Neues zu sagen, oder? Nee. Da sind Arbeiter Störebrands, die eine markanische Riesenkrabbe bekämpfen. Okay. Was ist mit dir? Hast du was Neues für uns? Gut, dass du gerade da bist. Uns ist zu Ohren gekommen, dass die Störebrands den Diebstahl ihrer Warenladung bei der Vogtin angezeigt haben. Sie haben sogar unser Haus damit direkt in Verbindung gebracht. Eine heikle Sache ist das. Du sollst dem Ogakadis Tashma einen Besuch abstatten. Er wird die Angelegenheit ohne großes Aufheben auf der Welt schaffen. Allerdings wird er eine Gegnerleistung verlangen. Hier, diese Dukaten sollten genügen. Und tust du mir diesen kleinen Gefallen? Gerne doch, ich werde dem Ogakadis sein Geld zubekommen lassen.
Über diese Angelegenheit wird bald niemand mehr in Ferdok sprechen. Sehr gut, hier sind die üblichen 60 Dukaten für Taschmann. Melde dich bei mir zurück, sobald alles erledigt ist. Ja, für eine Handvoll Dukaten wurde aktualisiert. Ärger mit dem Weizengebräu. Mir scheint, hat der Ärger mit der Lieferung eine Reaktion des Handelshauses in Gang gesetzt. Mal schauen, was ich bei beim Obergasisten bezüglich der Anzeige erreichen kann. Die Spörebands haben den Diebstahl ihrer Warenladung zur Anzeige gebracht und dabei das Handelshaus Niceback indirekt beschuldigt. Ich soll deshalb dem Obergardisten Taschmann eine kleine Summe bringen, damit dieser die Angelegenheit aus der Welt schafft. So läuft das hier also. Mhm. Ja, dem Obergardisten ist ja nicht zu trauen, haben wir schon gemerkt. Ja,